Ja, hallo, Lieben, ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und ja, wir haben mal wieder ein paar coole E-Mails gekriegt und heute geht es um das amüsante Thema, soll ich eine Freundschaft mit einer eher aktuellen Tox-Beziehung Bekanntschaft eingehen? Ja, also einfache Antwort, nein. Tschüss, ihr Lieben. Nein, wir gucken natürlich in die Mail mal rein. Das wollen wir uns natürlich gerne mal durchlesen. Ansonsten, mein Programm findest du auf liebeschiff.de. Aktuell gibt es die Frühwocherphase für den Verlustangstkurs. Und nächsten Monat geht es wieder weiter mit, außer den Kursen, die es immer gibt, Liebeskummer und Programm des Liebeschiffs, mit der unter anderem der Selbstliebe-Challenge Advanced und dem Trauerkurs. Ja, also, ich lernte den Mann vor knapp 10 Jahren kennen, also eine Zuschauerin. Ja, wir waren so Mitte 30, Mitte 40. In dieser Mail geht es eigentlich nicht genau um, was genau in den letzten Jahren, 10 Jahren passierte. Danke dafür. sondern um den jetzigen Status. Die Zeit dazwischen, dafür müsste ich jetzt wieder in 3 Phasen aufteilen, was wiederum seinerseits aufgeteilt werden müsste. Ja, das ist ja immer so, ich meine, ich kenne das, ich verstehe das total, das ist immer dieses Gefühl, dass das so eine ganz besondere, komplexe Geschichte ist. Das mag ja auf irgendeiner Art auch so sein, aber eigentlich, also von der Struktur her sind diese Geschichten halt eigentlich immer gleich so. Ne? Also die Kurzfassung, ich lernte ihn in einem Swingerclub kennen. Leute, mach mich nicht fertig, ey. Aber gut, jeder so, wie er mag. Ich war damals dort, weil ich Inspiration suchte. Inspiration in einem Swingerclub. Ja, ich weiß auch, ich meine, wie gesagt, wir sind eine bunte Gesellschaft und kein Freund. Ich kann mich da immer irgendwie überhaupt nicht reindenken, aber vielleicht ist das auch meine katholische Erziehung hier. Das ist wirklich wahr, ich ging maximal 2 Mal im Jahr hin, um an der Bar etwas zu trinken, weil mir langweilig war und es in der Nähe war. Man konnte normal angezogen dort etwas trinken und es war zunächst gezwungen. Bettsport suchte ich dort keinen, die Unterhaltungen waren oft lustig. Ja, die Beobachtung der anderen beim, Bettsport kann man jetzt nicht sagen, beim Indoor Olympics fand ich teilweise lustig oder auch abtörend. Ich tat dort eigentlich nichts. Er und ich blieben bis zur Sperrstunde. Na, irgendwas tat sie da doch da. Ging dann zu mir, so nahm es seinen Lauf und er war sehr aufmerksam, wollte unbedingt in Kontakt bleiben. Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, wenn du in Swingerclub jemanden kennenlernst, also ganz ehrlich, also jetzt, ich sag das jetzt ohne wirklich jegliche Bewertung, ist alles gut. Aber was für eine Erwartungshaltung hast du denn da, was dabei rauskommt, dann so beziehungstechnisch? Das würde mich echt mal interessieren. Was soll dabei rauskommen? Ich weiß es nicht, wirklich, ich weiß es nicht. Aber, naja, egal. So. Er war damals verheiratet. Leute. Ich dreh durch. Wo sind deine fucking Standards? Dreh durch, ey. ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich für jede Dreiecks-E-Mails, die ich hier kriege, wenn ich dafür 1 Euro kriegen würde, wäre ich schon steinreich, glaube ich. Ich sag's gern nochmal, sorry für diejenigen, die in der Schlange sind, keine Dreiecke. Das macht mich manchmal fertig an meinem Job, aber egal, ist so, wie es ist. Ich war damals alleine, hatte keine Kinder, bis jetzt nicht. Schon in den ersten Monaten kam es zu Grenzüberschreitungen. Danach folgte allerlei toxisches Verrat, Betrügen, On-Off, Lügen. Was soll man dazu sagen? Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es geht im Zwingerclub los. Er ist noch nicht mal Single. Was für eine Erwartungshaltung gibt es da, dass da irgendetwas gut läuft? Frage ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe auch schon, also nicht, dass du es nicht verstehen könnt, ich habe auch schon viel Blödsinn gemacht in meinem Leben, aber hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der mir das so klar sagt. Was soll dabei rauskommen? Also, ich weiß es nicht.
Also da gibt es wirklich nur Standards und Dealbreaker. Ich kann auch immer nur wieder sagen, könnt ihr jetzt werten, wie ihr wollt, macht die fucking Kurse. Wirklich, guckt nicht nur die Videos. Ihr werdet diese Resultate nicht erzielen, wenn ihr einfach nur die Videos guckt und da so Cherrypicking betreibt. Ja, weil, und wendet es auch an, weil mit angewendeten Modul 1 würde das hier nicht passieren, einfach so, ne? Würde ich mal behaupten. So. Am Anfang kamen diese Überschreitungen seinerseits. Er besuchte mich bei meinen Eltern. Saugte mir schon beim zweiten Treffen Daten vom PC ab, Leute. Ich werde überhaupt nicht fertig. Was soll man denn dazu sagen, ey? Die er gegen mich verwendete, unschönes Zeug, alle Jahre noch Lügen von ihm. Ehe wie Brüderlein, Schwesterlein, also dieses Dreieck, das übliche halt, genau. War es bestimmt nicht. Ich war dann auch nicht mehr so freundlich und es schaukelte sich vieles auf, konnte ellenlang darüber berichten. Diverse Vorfälle, ja, aber weiß ich nicht, das ist, wenn du jetzt, du bist durstig und du gehst nach draußen und da ist irgendwie so ein Schlammpool, also jetzt nichts gegen irgendwelche Menschen jetzt, aber nur von der Energie, das ist so ein Schlammpool und du tauchst dein Glas in diesen Schlammpool ein und trinkst das, was erwartest du da? Zuletzt waren es nur noch Hassverrat, Lügen, Wiedertreffen, der ganze Mist halt. Man sah sich in den letzten Jahren teilweise über ein halbes Jahr nicht, trotzdem traf man sich immer wieder. Ja, es ist diese Natur von Dreiecken, die können enorm stabil sein. Ne? Ja. In den ersten Jahren gab es viele Mails, was aber seit 2 Jahren noch abnahm. Seine Ehefrau reichte dann im Mai letzten Jahres die Scheidung ein und ist auch gar nicht mehr in der Stadt. Hier komme ich zum Thema dieser Mail. Also da, wie gesagt, da kann, ich weiß nicht, wie er an der Stelle noch, egal was jetzt kommt, ich habe die nicht gelesen, irgendwas Positives rauskommen kann. Ich weiß es nicht. Haltet euch raus aus Dreiecken. Wirklich. Es ist wirklich, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt aus meiner ganzen jahrzehntelangen Arbeit. Bitte, 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 bitte haltet euch aus Dreiecken raus. Wirklich. Ich mach mich fertig mit den Dreiecksmails. Wirklich. Er hatte dann also die Wohnung in der Stadt. Es war dann so, dass er mich oft anrief und meinte, dass ich ja jetzt seine Partnerin sein könnte. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Also jemand, der die Daten abgesogen hat, den du im Swingerclub kennengelernt hast, wo es Hass, Lügen, Verrat gab, der Dreiecke lebt, der will jetzt dein Partner sein. Okay. Als ich eigentlich Mörderminder ignorierte, ich traf ihn nicht oder wimmelte ihn ab. Ja, ist auch, glaube ich, besser so. Er ging dann über den Sommer viel fort, auch wieder auf, oh, das Wort kenne ich ja noch gar nicht, Sex-Positive-Partys. Oh, you made my day. Okay, wo gibt's denn diese Sex-Positive-Partys? Da müssen wir ja auch mal hingehen. Sex, Schatz, willst du auf eine Sex-Positive-Party gehen? Negativ. Party. Was ist denn eine Sex-Positive-Party? Ich glaube, ich bin zu alt dafür, ich weiß es nicht. Ja, okay, war extrem glücklich, in der Stadt neue Kontakte zu knüpfen. Ich beobachte das halt. Ja, es war mir klar, dass er sicherlich überglücklich ist und nach der ganzen langen Ehe und so weiter mal wieder Party machen zu können. Ja, ich meine, ihr seid nicht zusammen, er ist Single, why not, ne? Er lernte dann auch Frauen kennen und gab zu, dass sich viele neue, Schach- und Halma-Kontakte ergaben, aber auch neue Freunde, dass er seine Liebe zu Sex-Positive-Mutter-Partys fand. Oh, da fällt mir schon alles herunter. Auch SM-Partys. Ihr macht mich fertig, Leute. In der Stadt war dann seit der Elend-Pandemie wieder viel los. Ja, verständlich, wenn man so lange im Land lebt und dort ist dann nichts los und endlich die Big City. Ja, jeder wie er will. Alles gut. Irgendwann gab er auf Facebook bekannt, dass er in einer Beziehung ist. Okay. Lass mich raten, jetzt geht das Dreieck bestimmt wieder los. Ich war dann
Du schriebst ihn dann, warum, wieso schreibst, warum, was willst du mit dem, warum schreibst du ihn denn jetzt? Du willst dich doch nur wichtig machen. Seitdem, muss ich sagen, hatte ich innerlich mit dem Mann echt gekündigt, zu dem der Schmerz und die Trauer damals wichtiger waren als dieser Mann. Ja, aber ich meine, er ist Single, er kann machen, was er will, das muss ich natürlich ganz klar sagen, so, ne. Er kam dann trotzdem nach einem halben Jahr wieder an, für diese Ekelhaftigkeit damals entschuldigte er sich nie. Ja, also hier sind ja viele Sachen passiert, aber dass er, ich meine, ihr seid nicht zusammen, du hast ihn weggeschoben. Ich meine, da muss ich natürlich jetzt ehrlicherweise sagen, ich will das ja auch gar nicht jetzt bewerten hier. Also er ist Single, er kann auf so viel Sex-Positive-Partys und Sex-Positive-Motto-Partys gehen, wie er lustig ist. Also er ist nicht mit dir zusammen. Und ja, das ist so, ne? Als ich dann wieder zurückkam, überrumpelte er mich und kam wieder vorbei. Und wir sind auch wieder in der Kiste gelandet. Ist, wie es ist. Es ist auch, müssen wir jetzt auch gar nicht so passiv formulieren. Also wir beide habt es zugelassen, du auch, ne? Am nächsten Morgen haut er wieder ab. Ja, das wundert mich jetzt auch nicht. Ich fiel wieder in ein Loch von Wut und Hass. Ich kannte deinen Kanal schon länger, aber als ich nach 7 Tagen immer noch so frustriert war, nahm ich deine Kurse mal wahr. Modul 0 und 2 andere. Ich hoffe, du hast Modul 1, weil, wie gesagt, also sage ich ja auch ganz klar, dass man sich raushalten soll aus diesen unklaren Beziehungssituationen, keine Dreiecke, Standards. Und da dürfte, also wenn du das, ist auch immer, musst du natürlich auch machen, ne, was da drin steht. Dann dürftest du solche Kontakte, also dürfen, in Anführungsstrichen, darfst natürlich, was du willst, nicht weiterführen, ne? Es ist ein niederschwelliges Angebot, der Liebeskummer-Notkurs ist leistbar und hilfreich und das Notfallkit. Mit dem Modul 1 hadere ich ein wenig. Ja, das wundert mich jetzt nicht, weil du es eigentlich nicht umsetzt. Also, wie gesagt, ist alles okay. Ne? Jeder macht das, was er macht. Aber genau, weil ich wenig bereit bin, in mich zu gehen, ja, ist ja schon mal, ist doch ehrlich, man muss sich ja selber auch da abholen, wo man ist, ne? Werde diese Übung aber noch angehen. Fürs Erste gab es mir erstmal so mehr Ruhe. Dieses Nachgrübeln wurde zu 70% abgestellt. Das ist doch schon mal super. Jetzt ist es allerdings so, dass der Mann mir anbietet, jetzt, dass wir befreundet sein sollen. Befreundet. Wo ist denn eure Freundschaft bisher gewesen jetzt? Er also einmal die Woche vorbeikommen will, solange ich ihn noch kennenlernen. Oh Gott. Ist das jetzt nett gemeint? Nein, die Übersetzung ist, ich will maximal viel Bettsport mitnehmen und dein Slot ist einmal die Woche. Und natürlich geht es dann nicht um Freundschaft, sondern ja, ist doch klar, worum es geht. Das ist ein, also ich finde das mal schön, in SLAA, Sex Love Addicts Anonymous, reden die immer von unsicheren Kontakten, ne? Und dieser Mann ist ein unsicherer Kontakt, das ist keine Wertung oder so, das ist einfach Fakt, weil er dich in diesen, ja, liebessüchtigen Cycle irgendwie reinzieht. Das ist auch, ich gebe mir jetzt auch gar nicht die Schuld oder so. Also du lässt dich auch reinziehen und es ist ein unsicherer Kontakt, ne? Aber er tut dir nicht gut, ne? Und deswegen, das sollst du wirklich mal Modul 1 angucken. Oder ist es, weiß ich nicht, vielleicht auch in 2 drin. Diese Kontakte, also wirklich auf Kontakte zu reduzieren, die einigermaßen sicher sind, das ist hier nicht der Fall, ne? Ich und der Mann, wir haben uns jetzt beide nichts mehr geschenkt, aber Anfang hat er die Scheiße gebaut, Grenzen überschritten. Ja, es ist alles okay, aber nochmal, du hast jemand im Dreieck kennengelernt, also natürlich kannst du meine Arbeit dann noch nicht, alles gut, aber und es ist ganz viel Scheiße passiert und das ist ein unsicherer Kontakt und hat sich nichts dran geändert, so, ne? Und du lässt ihn in deinem Leben, so. Das ist, was du machst, ne? Was ich dann auch tat am Ende. Soll ich auf sein Angebot eingehen? Also, wenn du meinen Weg hier verfolgen willst, nein. Ansonsten ist natürlich deine Entscheidung, weil es wird exakt so weitergehen. Es wird wieder zu Verletzungen kommen. Es wird wieder irgendeiner Weise eskalieren. Ihr werdet euch irgendwas um die Ohren hauen. Er wird nicht das machen, was du erwartest. Er wird andere Frauen haben, daten, mit denen ins Bett gehen. So wird's weitergehen. Es wird sich nichts ändern, so, ne? Kann man, glaube ich, vorhersehen. Ähm,
Er hat wieder mit mir telefoniert und hat gemeint, dass er sich jetzt auf die andere Frau fokussiert. Andererseits meinte er, dass der Bettsport mit mir besser sah und bessere Vibes. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich, also für mich ist das völlig eindeutig, dass er mit dir natürlich auch Bettsport haben will, aber ohne Commitment, ne? Also nur die Rosinen aus dem Rosinenbrötchen nehmen und den Rest halt, ja, das ist halt, das ist ja sein schönstes Leben hier, ne? Also darf er auch, aber du musst da nicht mitspielen, ne? So alle, möglichst viele Frauen in so einem Loop zu halten und du bist halt einmal die Woche dran, aber es geht, weiß nicht, was das mit Freundschaft zu tun hat, gar nichts. Also ich kann es auch zu jemand, zu dem man, was glaube ich hier so ein bisschen der Fall ist, so ein bisschen liebessüchtig ist, kannst du nicht befreundet sein, ne? Das ist, als wenn du vom Alkohol loskommen willst und gehst trotzdem jeden Abend weiter in die Bar, so am Anfang zumindest, glaube ich, nicht so hilfreich, ne? Geht es nur darum, dass ich halt neben seiner primären Freundin weiter mitspielen soll. Ich meine, ich war doch 10 Jahre nur die Affäre. Okay, da muss ich mal wieder in mein schlaues Buch reingucken. Also, was haben wir denn hier? Swingerclub. Kennenlernen Swingerclub. Dreieck. 10 Jahre Dreieck. Lügen, Verrat. Immer andere Frauen. Sex-Positive-Partys. Ja, ist so. Genau. Du sollst weiter mitspielen. Steht hier. Ja. Ist es schlimm genug, dass ich darüber nachdenke? Eigentlich sollte ich den Typen mit dem Wind schießen. Oh. Ja. Großartig. Das ist sicherlich dein Rat. Ja. Ich habe sonst keine Freunde. Ja, mach dir, ich weiß nicht, am ganzen Kurs aufzählen, Spiritualität und nice geiles Leben. Mach dir ein nice geiles Leben. Ich meine, man kann sich keine Freunde backen, aber man kann natürlich die Chancen erhöhen, dass man welche findet. Ich weiß, dass das Freunde ist, ist auch, finde ich auch unheimlich schwierig. Aber keine Freunde zu haben, das ist natürlich häufig der Punkt, warum man in diesen Sachen bleibt. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel, gibt es hier in Deutschland, glaube ich, nicht so viel diese SLAA-Gruppen, wo die sagen, hey, hier kannst du einen sicheren Kontakt haben, ohne dich so in so unsichere, liebessüchtige Konstrukte zu begeben, nur weil man so viel alleine ist, ne? Also dann, weiß ich nicht, geh zu Meetup, geh zu irgendwelchen Angeboten, geh in einen Sportverein. Aber meiner Ansicht nach ist, kann das auf die Dauer nicht die Lösung sein, dass man, nur weil man einsam ist, aber das ist natürlich häufig, ist genau der Grund, warum man da drin bleibt, wenn man einsam ist, ne? Aber so mein Weg, den ich hier propagiere, das heißt halt, seine Standards aufbauen, seine Dealbreaker aufbauen, nichts darunter akzeptieren und wenn sozusagen die ganze Welt nicht mehr in Frage kommt, drauf zu scheißen und sein Leben zu leben, ne? Und dann tut sich ja auch häufig was, dann kommen auch andere Menschen auf einmal an, ne? Schaut doch irgendwie schlecht aus, dass ich einen neuen Mann finde nach 10 Jahren. Doch, natürlich kannst du neue Männer finden, aber du musst erst das beenden, glaube ich. Weil das hält dich energetisch komplett auf, ne? In den 10 Jahren fand ich keinen anderen Mann. Der Mann war immer sehr eifersüchtig. Also ich glaube, also ich bin der Meinung, dass du deine Chancen massiv erhöhst, wenn du das hier loslässt, jemand Neues kennenzulernen, ne? Weil der besetzt ja alles, also er besetzt dich, er will, also er will ja mit 500 anderen, aber du sollst das nicht machen, ne? Es ist halt der ganze Scheiß mit Dreiecken, ich kann es immer wieder sagen, ey. Und ich nur mal gesagt habe, dass ich wen anderen platonisch kenne, obwohl er, ach, da muss man gar nicht, ich will das gar nicht vorlesen, das ist einfach fucking toxische Doppelstandards, muss man gar nicht, ja. Ja, dann habt ihr noch so ein bisschen Social Media Beef. Oh Gott, das sind auch hier Sachen, die kann man echt nicht vorlesen. Das ist einfach so toxisch, wirklich. Irgendwelche, wenn ich das so richtig sehe, auf den ersten Blick hier so körperliche Beschämungen. Ja, super, das brauchen wir auch noch. Ja, danke für deine eventuelle Analyse. Du bist der erste YouTuber, für dessen Content ich was
zahlte. Ja, gerade, dass du halt auch Leuten hilfst oder Mails beantwortest, hilft vielen Leuten weiter und bietet eine gewisse Qualität und auch Humor. Das ist einfach dein USP. Viele Grüße, Veronici aus Usbekistan. Ja, hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Hoffe, ich war nicht zu hart. Das ist wirklich, ich kenne die meisten Sachen, die ich hier vorlesen, kenne ich zumindest teilweise aus eigener Anschauung. Und nur, es hilft ja nichts. Also mir hat das auch am meisten weitergeholfen, wenn mal so Klartext geredet wurde. In diesem Sinne, bleibt sauber, ja, nicht so viel Schlammwasser trinken und wir sehen uns bald wieder. Also wir haben uns einfach unterhalten, uns gegenseitig total gut getan und jeder geht weiter. Insgesamt hat mir diese Beziehung nur gut getan und ich bin so positiv für die Zukunft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Alle Probleme, die ich in meiner Ex-Beziehung hatte, waren komplett undenkbar mit ihm. Ich war nie zu empfindlich für ihn. Er ist immer auf mich eingegangen, kein Lügen, Blameshifting, kritisieren. Silent Treatment, er war einfach ehrlich, direkt und einfühlsam. Das Mensch ist crazy wichtig, wie du sagst, also richtige Match. Das habe ich jetzt so erleben dürfen. Unfassbar. Ich glaube, diese positive Beziehungserfahrung hat auch damit zu tun, dass ich sehr konsequent in allen Lebensbereichen, Familie, Arbeit und so weiter, diese toxischen Verhaltensweisen viel besser erkennen kann, nicht mehr dulde. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du, das ist der Weg, der wirklich raus ist, nicht mehr zu dulden und auch ganz klar anspreche. Das hat dann auch mal übel gekracht, vor allem in der Familie. Aber hat mir viel mehr Selbstrespekt gegeben. Es ist jetzt auch in Ordnung für mich, auch länger Single zu sein. Ach, das wird schon, glaube ich nicht, dass du so lange Single bist. Hauptsache, ich lebe ein integres Leben, wo ich mir und anderen nichts vormache und meine Werte stimmen. Ja, das ist ja, meine ganze Arbeit ist ja so wertebasiert, kann ich mir immer wieder sagen, dass, egal ob das jetzt die Liebeschip, die Mentalheilkurse sind, Wertebasierung ist super wichtig. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Dankeschön, lieber Christian, mach bitte unbedingt weiter so. Und Aydin, ich mag es total, dass du dabei bist, du bringst deine Unbeschwertheit und deine Sichtweise rein. Man merkt einfach, dass du einfach viel positive Bindungserfahrungen gemacht hast oder einfach keine so schlimmen. Das ist so schön und deine Art so herzlich. Ganz liebe Grüße an euch. Und ja, dann sind wir schon wieder durch mit dem Video. Guckt unbedingt mal in den Anti-Verlustangst- und Co-Abhängigkeitskurs rein, beziehungsweise sichert euch den zum Frühbucherpreis. Ich packe den Link hier mal drunter und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.